Hey Leute und willkommen zurück zur Kryptografie. Heute mal wieder Mac Elise, das letzte Mal Mac Elise. Manche von euch werden erleichtert sein, weil sie keinen Bock auf Matrizen hatten. Andere werden wahrscheinlich denken, oh schade, schon vorbei. Aber dafür habt ihr danach ein Post-Quantum-sicheres und CCA-sicheres, zumindest vermutlich Post-Quantum-sicher, und CCA2-sicheres Verfahren. Zwar nicht ganz effizient, da wir wirklich Riesenschlüssel haben, aber es ist wirklich gut. Und eigentlich auch nicht mal so langsam, wenn man es jetzt tatsächlich in der Praxis hat. Okay, deswegen ein bisschen promoten hier. Tolles Verfahren. Okay, schauen wir uns die CCA2-Variante davon an. Was wir jetzt noch machen, ist, wir benutzen diese zweiten, also wir haben ja immer K-Secret Keys ausgewählt und die andere Hälfte haben wir weggeschmissen. So, hier sagen wir in dem CCA2, in der CCA2-Variante davon, wir wählen K mal dieses RI und schmeißen alles, was nicht, also wir machen es einfach wie bei CCA1 und alles andere, also die, die wir weggeschmissen haben, hier wählen wir uns dann, also für alle, die wir nicht weggeschmissen haben, einen sogenannten Signierschlüssel. Also, ich nenne es jetzt mal R' an der Stelle I. Das gibt mir sozusagen an, dass es immer gleich 0, falls RI gleich 1 und 1 sonst. Also es ist quasi immer genau das Gegenteil von RI. Falls RI 0 ist, haben wir in RI' eine 1 stehen und falls RI 1 ist, haben wir in RI' eine 0 stehen, okay? Und jetzt wählen wir uns noch ein paar Schlüssel und zwar nochmal K-Schlüssel, nämlich Signing Keys, also eigentlich auch SK. Ich schreibe das jetzt hier auch informell hin. Ich schreibe einfach wähle K Signing Keys, denn mit digitalen Signaturen haben wir uns noch nicht befasst hier. Das werden wir noch machen, keine Sorge. Und dann werdet ihr auch komplett verstehen, was hierbei passiert. Aber der Trick dabei ist im Prinzip, wir möchten jetzt sozusagen den Angreifer, jemanden, der für uns verschlüsselt, möchten wir dazu zwingen, dass er hinschreibt, dass die Nachricht so von ihm kam und nicht anders. Und wir verschlüsseln sozusagen, wir signieren sozusagen immer eine Nachricht. Und wenn diese Nachricht signiert ist, dann gilt diese Signatur, gilt dann nur für diese Nachricht. Und entweder man muss die Signatur fälschen oder aber die Nachricht kann nicht verändert werden. Okay? Gut, und ja, das ist im Prinzip die ganze Magie dahinter. Hier unten sagen wir dann einfach, für diese SI, die wir hier gezogen haben, verschlüsseln wir. Und hier geht es noch weiter dann, logischerweise auch hier rein. Und für die anderen, also für SI' nenne ich es jetzt auch wieder. Ups. So, SI' gibt mir quasi genauso das Gegenteil von SI an, wie mir RI' das Gegenteil von RI angibt. Okay, also für SI' mache ich jetzt folgendes. Ich signiere, da schreibt man dann Sign, nicht mehr Enk, mit dem Signing Key und die Nachricht M. Ich schreibe jetzt einfach wieder Signing Key rein, weil wir noch nicht besprochen haben, wie das genau funktioniert. Und diese Signing Keys, diese K verschiedenen Signing Keys, die müssen hier natürlich auch rein. Also sage ich jetzt hier einfach mal K Signing Keys, okay? So, und im Entschlüsselungsalgorithmus ganz klar, was wir machen ist folgendes. Falls SI gleich RI ist, dann entschlüsseln wir. Und ansonsten, hier kommt jetzt noch ein Else rein und dieses Prüfe M bleibt auch drin, genau, bleibt auch drin. Else sagen wir, wir wollen, dass die Nachricht verifiziert wird. Da schreibt man dann oftmals Verify. Also Verify von M. Und hier bei den digitalen Signaturen sind die Public Keys öffentlich, aber es sind eigentlich Public Signing Keys, also Verification Keys im Prinzip. Deswegen schreibe ich jetzt hier VF. Das heißt, es gibt aber öffentliche, die sind für alle zugänglich. Wie das alles mit digitalen Signaturen funktioniert, werden wir noch machen, keine Sorge. Aber es wird einfach so eine Signatur hinten dran gehängt, oder besser gesagt K-Signaturen hinten dran gehängt. Beziehungsweise nein, halt, doch, genau, K-Signaturen waren es. Also hier erstmal dieses S reingehängt, dann K mal verschlüsselt,
K-mal signiert und dann hier unten haben wir ja nur K-Möglichkeiten. Falls wir SI gleich RI haben, entschlüsseln wir und ansonsten verifizieren wir das Ganze. Gut. So, wie das, wie gesagt, funktioniert mit Signaturen und so weiter, das werden wir alles noch bereden. Macht euch da keinen Kopf. Das ist eigentlich ganz ähnlich wie die Verschlüsselung, nur noch ein bisschen einfacher finde ich persönlich. Ja, und das war es eigentlich auch schon wieder. Das Ganze ist jetzt CCA2 sicher. Wenn wir uns das Spiel nochmal angucken, warum war es vorher nicht CCA2 sicher? Naja, man konnte noch was ändern daran. Das war das große Problem. Man konnte was an dem Chiffrat hier, an der Nachricht, konnte man was ändern. Und wenn wir hier aber jetzt das alles signiert haben, dann dürfen wir nichts mehr dran ändern. Im Prinzip signieren wir hier mehr als nur das. Im Prinzip signieren wir hier sogar S, wenn wir es genau nehmen wollen. Und dadurch lässt sich nichts mehr an S rütteln. Das heißt, dieses S hier ist fest und kann nicht mehr verändert werden. Und dadurch kann er ruhig dieses Entschlüsselungsorakel, sprich uns, kann er behalten, kann uns noch weiter Anfragen stellen, denn er darf jetzt am Challenge-Chiffrat ja nichts mehr ändern. Insbesondere darf er diese SI-Bits nicht mehr kippen. Deswegen war es ja nicht CCA2 sicher vorher. Und da er das jetzt, wie gesagt, nicht mehr machen darf, ist das Ganze jetzt endlich CCA2 sicher. So, das war das Mac-Elise-Verfahren. Großer Nachteil, wie gesagt, wir brauchen 2K Public Keys und 1K Secret Keys. Und ihr erinnert euch an, keine Ahnung vor wie viel Mal, der Public Key besteht aus einer Matrix, also ein Public Key besteht aus einer Matrix, die relativ groß ist, also zum Beispiel 1024 mal 1024 Einträge, das sind schon einige Bit, also im Prinzip ein Megabyte pro Public Key. Und wenn wir da K Public Keys haben, haben wir insgesamt K Megabyte, glaube ich, zumindest. Ich glaube, ich habe mich gerade verrechnet. Das kann eigentlich fast nicht sein. Das wäre mega riesig. Und der Secret Key ist fast noch größer, denn da haben wir drei Matrizen, aber da brauchen wir nur K Stück davon. Also schon sehr, sehr groß. Erstaunlicherweise ist das Ver- und Entschlüsseln relativ schnell machbar, deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Aber die Public Keys erstmal zu transportieren an alle Orte, wo man sie gerne hätte, das ist vielleicht nicht ganz so geil. Aber wie gesagt, man kennt bislang noch kein besseres Verfahren, falls Quantencomputer rauskommen. Das heißt, falls ihr da mal Bock drauf habt, was Neues zu entwickeln, stürzt euch auf die Kryptographie und schafft ein neues Verfahren. Wir können es allesamt dringend brauchen, denn wer weiß, wie lange das noch fern ist. Ha. Okay. So viel dazu. Mal schauen, was wir nächstes Mal machen. Entweder machen wir Cramer Schub, das wäre dann die Fortsetzung von Elgamal, oder wir fangen mit digitalen Signaturen an, oder ich lasse mir noch was Geileres einfallen. Ihr werdet sehen. Alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns. Bis dann. Ciao.